Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Freedom. Und mit dabei ist German Let's Play. Ja! Und hallo. Zombie! Hallihallo, welch schöner Tag! Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und natürlich auch. Maudado! Wo ist Maudado? Maudado! Da steht er ja! Maudado? Du hast aber seit wann hast du ein Bart? So, keine Ahnung, haben wir wachsen lassen. So, das ist nicht Maudado. Doch, ich bin Maudado. Ach stimmt, da steht Challenger. Ja, der Challenger. Ja. Wo ist Maudado dann? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde mal spontan sagen, wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen auf die Suche nach ihm machen. Und meine Damen und Herren, guckt es euch an. Edgar Junior. Viele hatten sich darüber beschwert, dass Edgar Junior da ganz alleine ist, ohne seinen Vater. Und dass der ja nicht in Sicherheit ist. Jetzt ist er auch hier erstmal... Du musst alles durch eine rosa Welt sehen, dann ist es viel schöner. Ja, dein Gesicht ist auch ein bisschen schöner durch die rosa Welt. Ja. Apropos Welt bzw. Außenwelt, meine Damen und Herren. Ich war gestern am Drachenfels, meine Damen und Herren. Und da hat mich meine Mutter verarscht. Und da gab es auch eine kleine Anekdote. Viele von euch haben den Tod durch Amboss für meine Mutter gefordert. Ein bisschen drastisches Mittel dafür, dass sie mich ein bisschen verarscht hat. Wir hatten so eine kleine Bootstour gemacht etc. Und die ging 3 Stunden. Und das hat sie mir nicht erzählt. Kleine. Lange Geschichte. Und das waren nicht mal 3 Stunden, die ging eigentlich 4 Stunden. Weil die hatten noch Verspätung, weil es irgendwie, das war so... Ebbe, wollte ich gerade sagen. Es war Tiefwasser. Es war chaotisch, meine Damen und Herren. Aber nicht ganz so chaotisch wie Maudado. Warte mal. Boris. Wo ist ein Candy? Warte mal, bei euch beim Haus ist sie nicht, ne? Kondo? Nee, ich war ja gerade da. Die sind zusammen. Alter. Wer ist zusammen? Hallo. Alter, die sind zusammen. Hallo, Maudado. Von draußen gekommen. Hallo. Von draußen? Warte mal, Maudado. Ja, ich hab's genau gesehen. Wo wart ihr? Du und Candy? Wir sind einmal ums Dorf spaziert und haben geguckt, ob mit der Mauer alles stimmt und... Ey. Ja. Und Maudado, das sollen wir dir glauben. Ey, du. Ja? Ey. Maudado, du weißt doch, was ich für Candy... Also... Ey, du. Balloon, bleib da! Was ist denn los? Na, alles gut. Maudado. Ah, okay, dann ist ja gut. Hörst dich auch glücklich an, ich glaub dir. Okay, ey. Was ist los? Minion! Ich will dir mal was zeigen. Wieso hast du das schon wieder awesome in der Hand? Ich verteile das. Nein! Du kannst doch nicht... Manu, du teilst deine Drogen? Ja. Das ist aber nett. Na, Leute. Maudado, du bist doch einer der Guten. Ja, aber ich meine, er teilt ja. Also, das ist ja egal auch, was. Ich meine, er mag das Zeug richtig gern und teilt es trotzdem. Du meinst, obwohl er es so liebt. Zählt. Ja, teilen ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Charaktereigenschaft. Aber ich glaube, die Charaktereigenschaft, seine illegalen Drogen zu teilen, also ist nicht ganz ist so gut. Ist doch schön. Ja, guck mal, wie glücklich deine er ist. War stolz auf mich. Manu, du bist echt ein Glücklicher mit den Drogen, muss ich sagen. Ja. Zombie! Wieso hast du denn deine Frau hier jetzt abgestellt? Was Wo ist meine Frau? Dr. Quinn, hallo Paluten, könntest du Zombie bitte ausrichten, dass er seine Frau abholen kann? Sie ist wohl wieder vollkommen gesund und munter. Ja, danke schön. Ich nehme sie einfach mit. Ist mir jetzt egal, wie sie hierher kommt. Nimm sie mal lieber wieder mit, Alter. War die schon immer so klein? Er hat seine Frau noch ist die noch kleiner geworden? Nee, die ist so klein wie immer. Dr. Quinn, ich hätte da noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Manuel, könntest du ganz kurz weggehen? Ich muss ganz kurz was mit Dr. Quinn besprechen. Hey. Zombie, könntest du auch ganz kurz mal rausgehen? Okay, ich geh zu Manu. Hallo. Ja, geht mal ganz kurz zur Seite links weg. Warum sieht er mich noch? Bitte ganz weit. Maudado, treib die doch mal ganz kurz nach raus. Lass dich doch mal nach raus. Okay. Verscheucht die mal so ein bisschen. Genau, sehr gut. Dr. Quinn, ich hätte da wirklich eine absolut wichtige Frage. Und die lautet, bieten Sie auch so etwas an wie eine Art Entziehungskur? Ich mache mir langsam immer mehr Sorgen um Manuel und Zombie. Wir müssen was gegen ihre Awesome-Sucht tun. Das kann nicht so weitergehen mit denen. Die zerstören sich noch selbst. Oh Gott, Paluten, von was bist du? Ich bin nicht abhängig. Es geht um GLP und Zombie. Hören Sie mir nicht zu? Die beiden sind abhängig von Awesome. Doch, Zombie, du bist abhängig. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Ja, komm mal zu mir. Komm mal her. Hier. Draußen. Gott, ja, wir bieten eine eintägige Entziehungskur an. 70% der Patienten rühren nach dieser Behandlung Awesome nie wieder an.
Ihr wunderbar, ich würde diese Kur einmal gerne buchen. Ist das möglich? Perfekt, du musst dafür sorgen. Oh, Zombie, seid ihr in der Nähe? Nein. Geht jetzt mal ganz kurz weg. Na gut. Außer Hörweite. Ja. Okay, du musst dafür sorgen, dass beide in Behandlungsraum 2 gehen. Er befindet sich über dem Raum, wo auch Zimbelfrau lag. Führe sie beide in diesen Raum und dann deaktiviere den Teleporter. Ich werde die beiden dann dort über Nacht behandeln. Okay, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, Dr. Quinn. Das werden wir tun. Perfekt, die beiden sind da hinten. Wo ist Zombie? Ich bin bei meinem Haus, bei Zimbelfrau. Ach so, ja, das ist perfekt. Ich höre dich nicht. Ja, das ist die Hauptsache. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was ich auch sehr, sehr gut finde, um mal ganz kurz mal ein wenig Real Talk zu machen. Vielen, vielen Dank für euren Support über die letzten Tage. Denn wie viele von euch wissen, oder vielleicht auch einige nicht, ist meine Mutter seit Donnerstag in Köln. Und ich sehe die meistens so 2-3 Mal im Jahr. Und es ist momentan alles so ein bisschen chaotisch. Am gestrigen Tag gab es dann auch sogar 3 Videos. Und das alles irgendwie so hinzudeichseln, ist nicht ganz so einfach. Und dann ist es einfach mal ein bisschen gemütlicher, pipapo. Deshalb vielen, vielen Dank für euren Support. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. So, jetzt müssen wir hier mal... Zombie! Ja? Ich bin heute ein bisschen wie so eine kleine... Wie so eine kleine Meckertante. Aber ihr macht heute auch exorbitant viel Quatsch. Ach so, ich dachte, weil Manu gerade in die Lava gefallen ist. Was? Ja, ich dachte schon, du hättest das gesehen. Nein. Wie mich geschlagen hat. Ich hab dich nicht in die Lava geschubst, du bist reingefallen. Bin ich gar nicht. Ach, das ist wie so reingelaufen, wie so eine, gezielt. Wie so eine Rasselbande. Ist doch schon wieder offen. Oh, danke schön. Denn wir müssen ja auch die guten alten Pidissel, mit denen haben wir nämlich noch was vor. Alter, was denn? Hallo, Pidissel! Warte, Pidissel ist hier. Denn wir können jeden kampfkräftigen Matrosen können wir gut gebrauchen auf unserer Reise. Und... Weißt du, was ist, wenn Pidissel nicht mehr da ist? Also ich, nicht Pidissel, sondern dann, der Sohn muss auch irgendwie dann für die Gerechtigkeit kämpfen in unserem Dorf. Und deshalb, Pidissel, bist du bereit für deine Kampfausbildung? Oh, Ausbildung, das ist gut. Nein! Er hat's genommen. Nein! Er hat's getan. Einer von Pidissel! Uns. Ja, du bist einer von uns. Finger weg von den Drogen. Manuel, du kannst doch meinem Sohn keine Drogen geben. Oh Gott, Pidissel. Guck, wie sich freut. Guck mal, der ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Nein, was ist mit ihm los? Pidissel. Was, Alter, oh nein. Alles. Krieg ich auch was? Was ist denn? Ja, natürlich. Das ganze Dorf wird drogenabhängig. Und nicht, Pidissel hat schon wieder genommen. Nein, Pidissel! Alter, er hat sie weggeworfen. Ja, ich hab was, danke. Leute, Finger weg von den Drogen. Und Drogen in Caps Lock. Alter, ja, warum denn? Pidissel, folge mir. Komm, oh! Was war das denn? Wer ist denn hier gerade? Maudado ist dir gerade ins Gesicht gesprungen. Hier ist, war das eine Wache oder Maudado? Scheiße. Wer hat denn hier? War eine Wache, Wo ist Zombie? Wo ist Zombie? Ich krieg den Typen. Ich mach den kaputt. Ich seh ihn. Wo ist er? Er ist draußen, ich hab ihn runtergeschubst. Schnappt ihn euch! Ich bin ihn fest, tot durch Amboss. Tot durch Amboss, weil er pinkes Glas. Schnapp ihn dir, Mängel! Richtig! Oh, er kann nicht entkommen! Nein, alles gut. Nein. Oh Gott. So, warte mal. Ich will mal ganz kurz, Pidissel. Alter. Manuel. Oh Gott, jetzt ist er da oben. Alter. Oh Gott. Guck mal, Leute, genau aus diesem Grund. Guck mal, guckt euch die beiden an. Die sind. Hey! Du, dich kill ich. Oh Gott. Manuel! Dich kill ich. Da schlägt er mich einfach runter. Leute, hört auf, euch zu streiten. Bitte. Wo ist die denn? So, Edgarianer. Übrigens, apropos Edgarianer, ich habe, das haben mir auch ganz viele in die Kommentare geschrieben, ich habe ein Breitschwert der Edgarianer genommen und habe das zusammengefügt. Allerdings hat mich das 35 Level gekostet, aber endlich habe ich wieder eine richtig krasse Waffe mit 6,25 Angriffsschaden. So, jetzt gibt es erstmal hier für dich. Hier, Pidissel.
Es ist eine Ehre. Der Brustpanzer der Edgarianer. Beinschienen der Edgarianer. Das komplette Set. Maudado, hast du zufällig ein bisschen Holz? Nee, was brauchst okay, du aus Sticks? Ja, warte, ich guck mal. Sticks sind im System. Ja, wir haben ja auch ganz viel. Dann mach ich mal ganz schnell hier. Wie siehst du denn aus, Pitisil? Mächtig. Sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Also, da ist schon... Vor allem mit dem Lächeln dann auch unter dem Helm. Das ist bedrohlich. Ja, ja, selbst auf dem Kampffeld oder auf dem Schlachtfeld, sagt man ja eher, da ist er noch. So, jetzt kriegst du jetzt hier so eine... Haben so wir eine noch Awesome hier im... Nein, Manuel. Ach, Mann. Hier, zum Üben. Weil da, aus ihm machen wir eine Kampfmaschine und... Alter. Oh, guck, du schickst mich. Au, was ist denn? Was ist Pitisil? Pitisil. Aua. Ganz ruhig. So gut hier. Ist einfach, ja, das ist einfach eine Maschine. Aber vorher fragen. Okay? Darf ich dich verprügeln? Sonst wird Papa sauer. Das kann nicht sein. Ne? Nein. Manuel? Ja? Aber das ist schon mal sehr, sehr gut. So ist ja eine Kampfmaschine. Folgt mir mal. Oh, Pitisil ist aber nicht sicher. Meinst du jetzt hier oder auf Twitter? Nee, auf Twitter. Folgst du mir auf Twitter? Nee, ich hab dich blockiert. Oh nein. Zombie, du kannst mir auch folgen. Kommt ihr beiden mal mit. Okay. Kommt mal mit. Darf ich auch mit? Du kommst auch mit, Zombie. Maudado. Du musst mich vielleicht ein bisschen supporten. Manuel. Zombie, habt ihr beiden zufällig eine Spitzhacke? Ja. Ja, nee. Kann ich mir die kurz ausleihen? Ja, okay. Dankeschön. Das wollte Pitisil gerade mir meine Spitzhacke klauen? Das ist ein Dieb. Ich muss auf jeden Fall mal mit der Erziehung mal so ein bisschen gucken. Es ist auch nicht leicht, ich bin alleinerziehender Vater von Pitisil. So. Guck mal hier. Hier oben gibt's ganz viel. Kommt mit. Da oben gibt's ganz viel Awesome. Geht schnell nach oben. Wo denn hier? Ja, warte, da ist ganz viel. Ja, guck mal, ich hab ein bisschen was mitgebracht. Ich hab 7 Spritzen bekommen. Ja! Nein! Baller mich zu. Warte, ich kann hier den Amboss in Nether hoch. So, ich muss ganz kurz mit euch ein kleines Gespräch führen. Oh, das sind ja Gitter. Ja, ihr, damit die da nicht rauskommen. Was? Zombie, Manu, ihr werdet diese Nacht in diesem kleinen Räumchen verbringen. Ihr habt eine eintägige Entziehungskur vor euch. Wir haben eine Entziehungskur gewonnen, Manu. Warum wurden die beiden... Ja! Weil sie süchtig sind. Sie sind Lotto? Krank. Ist das von Lotto? Nein. Guck. Ich schlaf. Ich gehe auch pinnen. Awesome hat ihr Gehirn kaputt gemacht. Awesome, das ist die Krankheit, meine Damen und Herren, die zu viele Leben zerstört hat. Meine Damen und Herren, das war's. Kannst du da draußen bitte leise sein? Wir wollen schlafen. Oh, Entschuldigung. Ich gehe ganz kurz. Ich geh vor die Tür, okay? Okay. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Junge, halt war doch die Mann! Entschuldigung. Ich gehe ja schon weiter weg. Leute, es war eine chaotisch praktisch gute Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Schaut doch auf jeden Fall bei Maudado, Zombie und German Let's Play vorbei, sowie Mr. X. Alle sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr bei allen mal vorbeischaut. Das lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur jedem empfehlen. Im Hintergrund kommen auch Candy und Pitisil. Hier sind jetzt noch Videos verlinkt, die könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Unter anderem auch der gestrige Vlog dabei, wo ich mit meiner Mutter unterwegs war. Und ich wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder. Haut rein. Ciao, ciao.